Ending. Hallo, ich heiße Amadeus und das ist mein Elefant. Theaterprojekte findet im Rahmen der PASCH-Initiative statt. PASCH steht für Schulen Partner der Zukunft. Das ist ein weltweites Schulprojekt, das es seit 2008 gibt. Wir haben mittlerweile über 1600 Partnerschulen weltweit. Das sind Schulen, die Deutschunterricht auf hohem Niveau anbieten. Und das Ziel ist einfach, junge High Potentials für Bildung, Wirtschaft und Forschung zu gewinnen. Und dieses Projekt wurde jetzt vom Goethe-Institut Nairobi initiiert und findet im Rahmen des Regionalthemas Zukunft und Identitäten statt, das im Raum Subsahara-Afrika dieses Jahr eine wichtige Rolle spielt. Und wir dachten uns, dass man das ja mit Theater gut verbinden könnte. Und so ist die Idee entstanden, ein Theater-Musikprojekt mit PASCH-Schülern aus Ostafrika zu realisieren. Also die Workshop-Teilnehmer sind 12 Schüler, so um die 16 Jahre alt. Und wir haben jeweils 4 Schüler von einer PASCH-Schule in Kenia, 4 Schüler von einer PASCH-Schule in Uganda und 4 Schüler von einer PASCH-Schule in Ruanda. Erst haben wir die Schulen evaluiert, an denen die teilnehmen sollen, da wir auch mehr Schulen in der Region haben. Nachdem diese 3 Schulen feststanden, haben wir ihnen eine kreative Aufgabe gestellt. Und zwar die Schüler, die an einer Teilnahme interessiert sind, sollten sich doch mit einem kurzen Videobeitrag bewerben, in dem sie auf ihre Wünsche und Träume bezüglich der Zukunft eingehen und am besten auch eine musikalische oder schauspielerische Darbietung geben, damit wir auch schon mal ihr Talent oder ihre Begabung hinsichtlich dieser Themen einschätzen können. Und ja, und eine Jury hat dann die besten Beiträge ausgewählt und so konnten wir von jeder Schule 4 Teilnehmer ausfindig machen. Das Theaterstück, das stammt größtenteils von den Schülern selbst. Die haben in wochenlanger Vorarbeit sich immer wieder getroffen und anhand der Aufgaben, die uns Nicole Weber, die Regisseurin aus Wien, gegeben hat, haben sie die vor Ort bearbeitet und selber schon kleine Texte, Monologe, Schauspielübungen, wie auch immer, erarbeitet. Und aus diesen Texten, die haben wir dann zusammengesetzt und die wurden dann natürlich noch ein bisschen redigiert, bearbeitet, erweitert und so entstand dann das große Ganze. Ja, also die Workshopleiter, ich dachte mir, für die musikalische Leitung fiel mir gleich die Band 1 hoch 6 ein, die natürlich im Kontext mit Deutschlernen, jungen Lernern, Medien, Musik, Bekanntheitsgrad hat, vor allem im Bereich DAF und das Schlagwort Deutsche Welle, also daher ist sie uns bekannt, auch von dem Bandtagebuch. Und da dachte ich mir, das könnte gut zusammengehen, das könnte interessant werden, also habe ich dann Kontakte zur Band aufgenommen und ja, die Band zeigte sich auch recht schnell begeistert von der Idee und war ziemlich schnell klar, wer die musikalische Leitung übernimmt, aber mir war klar, wir bräuchten auch noch jemanden, der das Drama übernimmt oder die Theaterleitung und da habe ich dann auch gleich 1 hoch 6 gefragt und die haben mir dann Nicole Weber empfohlen, weil sie mit ihr schon oft zusammengearbeitet haben. Ich habe dann auch mit ihr gesprochen, ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass sie genau die Richtige ist für diesen Job und so kam dieses Leiterteam aus diesen 3 Referenten zusammen. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass es erstens ein Thema, das uns alle angeht und auch alle interessiert. Zukunft, Wünsche, Ideen, Visionen, Perspektiven. Ich glaube, damit kann jeder was anfangen. Es ist ein Thema, das alle angeht, aber dennoch sehr individuell ist. Jeder hat andere Vorstellungen und Wünsche bezüglich der Zukunft. Und ich dachte mir, zu diesem Thema ist es sehr interessant, das auf einer kreativen Ebene anzugehen, weil sich da sehr viel daraus machen lässt. Und mir war eben wichtig, oder uns allen war eigentlich wichtig, dass möglichst viel von den Schülern selbst kommt, also dass möglichst wenige Vorgaben gibt, sondern sie sich wirklich kreativ und frei mit diesem Thema auseinandersetzen können. Und das dann alles natürlich auch noch auf Deutsch. Ja, das ist natürlich auch ein großes Bestreben von uns. Und und natürlich auch der Vernetzungscharakter. Die Schüler kennen sich untereinander nicht, dass 3 verschiedene Schulen aus 3 verschiedenen Ländern sind. Und dass sie dann auch zusammen mit anderen Schülern aus einem anderen Land sich auf der Sprache Deutsch unterhalten, kommunizieren und etwas Kreatives schaffen. Also ich denke, das ist sehr, sehr interessant. Ja, okay.
Ja, ich finde das Projekt sehr gut, denn zu Hause trainieren wir die Schüler, also zunächst mal die deutsche Sprache gut zu sprechen, aber auch zusammen zu arbeiten. Ja? Die Mädchen und die Jungs, die arbeiten zusammen und die haben dann keine Hemmungen mehr und das hilft dann, denn später können sie die deutsche Sprache gut lernen. Also wir werden jetzt erstmal den Text nochmal gemeinsam durchlesen. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt auch mal ganz durchzugehen. Ich würde gerne an einzelnen Szenen jetzt erstmal situativ nochmal genauer erklären, worum es geht, was ist die Situation von allen. Und dann würde ich gerne auch mal mit der Musik reinhören, damit Sie die Atmosphäre noch ein bisschen mehr aufnehmen können. Und dann, wenn es möglich ist und uns die Zeit es noch erlaubt, vielleicht einzeln noch mal ein oder zwei arbeiten, damit Sie, weil Sie doch Größeres zu tun haben mit Ihrer Person, mit Ihrer Persönlichkeit, da hinterherkommen, dass Sie dann plötzlich eine Aufmerksamkeitswucht auf Sie zukommt, damit Sie das bearbeiten können, daran arbeiten können, damit Sie auch stolz weiter auf der Bühne stehen. Sind Sie ein paar schon sehr Begabte dabei, auch sehr, sehr Engagierte, wo ich auch immer so diese Kommunikationslust habe und auch einen Humor mitbringen? Also ich glaube, es hat jeder Humor bringen, aber sind dann natürlich ein introvertierter oder extrovertierter werden. Ich glaube, das wird sich jetzt noch in den nächsten Tagen noch genauer herausstellen. Okay. Thank you.
Bevor fängt es an mit einem Wunsch, was für den Herzen steht. Ja! Hallo, ich heiße
Sie trifft sich gerne mit Freunden und hat eine interessante Persönlichkeit. Die waren unglaublich fleißig über Nacht, haben Text gelernt und das war sehr erfreulich heute. Das sind immer Augenblicke des Glücks dazwischen, wenn dann plötzlich ganz viel kommt. Und es ist natürlich gerade in der persönlichen Arbeit, in der Einzelarbeit, wenn so Veränderungen, die mag jetzt ein Zuschauer später gar nicht gleich so sehen, weil er nicht weiß, wie es vorher war, aber wenn so einzelne Persönlichkeiten so ihr Herz öffnen auf der Bühne, das ist immer schon sehr beglückend und das war heute ein paar Mal der Fall, das war sehr schön. Dann haben wir doch, wir haben heute schon zwei Lieder gemacht, also eins wiederholt und eine Riesennummer gemacht und auch ein bisschen mit Schritten und alles, also es war schon einiges und es ist immer noch einiges, wir haben immer noch einiges zu tun, aber ehrlich gesagt, also die Energie ist gut. Sie sind sehr offen, sie haben Spaß daran und das ist eigentlich das Wichtigste. Und ich spüre, dass sie es ernst nehmen, weil sie ganz viel üben an der Seite und auch nebenbei noch Lieder singen und die Lieder wiederholen. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man reinkommt und das passiert. Do you hear that? Ich glaube, Musik ist so ein globales Ding, dass Musik viel miteinander verbindet. Also Musik braucht keine Sprache. Musik hat jeder Mensch in sich. Das ist ein Feeling, das jeder Mensch hat. Und Musik verbindet einfach, egal aus welchem Land du kommst, egal ob welche Hautfarbe du bist, Musik verbindet einfach. Es freut mich sehr, wir sind schon sehr lange mit dem Bandtagebuch bei Goethe-Instituten in der ganzen Welt unterwegs. Und es freut mich ganz besonders, dass wir diese Einladung hierher bekommen haben, einen ganz speziellen Theaterworkshop zu machen. Wir arbeiten hier ein Theaterstück mit ausgewählten Schülern aus verschiedenen Ländern hier in Nairobi. Und wir haben 5 Tage Zeit, dieses Stück zu machen. Und es ist eine besondere Herausforderung, vor allem für Nicole, die Regie macht. Und es wird sehr spannend, wie das Ganze endet, aber ich bin sehr zuversichtlich, wir werden gut durchkommen. Aus meiner Sicht als Muslim. Mann, pass doch auf! Es tut mir leid. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin Alexander. Have joy and come with it, okay? So, thank you so much for today. See you tomorrow, okay? Before the first day and then second, the innards were low, but now it started to go up. You can see some of them are confident and energy is up. It's better than the first day and the second day. To have someone in front of them, it gives them strength for playing well and dancing well. Das ist ein Wunschkiste. Ein Wunschkiste? So was gibt es doch immer.
nichts passieren. Steht hier, da ist ja gar nichts drin. Fangen die wieder an. Wir haben jetzt in 4 Tagen eine halbe Stunde Stück geschafft, nicht in ihrer Muttersprache, sondern in einer wirklich, finde ich, sehr schwierigen Sprache, unserer deutschen Sprache. Und die haben sich jetzt so reingelegt ins Zeug und gearbeitet. Und wir haben wirklich viel und hart gearbeitet. Es waren jetzt wirklich jeden Tag 8 Stunden, aber die Energie ist großartig. Und jetzt haben wir gerade unseren ersten Durchlauf gemacht und ich habe gedacht, es kommt die große Katastrophe. Und es war genau das Gegenteil davon. Die haben jetzt jeder von sich noch was reingebracht und ich bin gerade sehr gerührt und berührt worden, weil das ist unglaublich, was wir in der kurzen Zeit jetzt gemeinsam geschafft haben. Und es liegt natürlich an dieser Wahnsinnsenergie und Begeisterung, die ich da entgegengebracht bekommen habe. Ja. Ist noch nicht. Jetzt will ich auf die Kiste. Ich dachte, du wolltest zur Polizei. Ach, lass mich. Nein, lass mich zuerst. Nein, mich. Ich will doch einmal. Ich heiße Terry und ich will Ingenieurin werden. Ich bin Maria und ich wünsche mir? Ich bin Maria und ich wünsche mir, ein berühmtes Modell zu werden. Ich bin Rose und ich wünsche mir eine tolle Küche zu verhauen. Ich heiße Alexander und ich will der weltbeste Fußballer aller Zeiten werden. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Klaus. Thank you.
schreibe sie alle auf und dann fangen wir an. Bitte nicht!
war sehr schön. Sie haben irrsinnig Spaß gehabt und es war also eigentlich fast fehlerfrei. Aber sozusagen mit so kurzer Zeit haben Sie es super hingekriegt. Ich bin sehr, sehr zufrieden und sehr stolz auf Sie. I feel so good, especially now that we're done and everything was so perfect. I feel so happy and so relieved. It's just nice. I was so scared and nervous and I had a feeling I wasn't gonna make it. But when I went on stage and I started singing, I felt like everything was so different and I felt like I was more relieved. First, I'll go home with a lot of happiness. A lot of happiness, especially I'll be so grateful to the teacher who made everything perfect for us. Because normally I was actually scared to talk in front of people and my voice wasn't very loud. But then after that I met Nicole, she made me have the feeling that I could do it. And now I did it. And I'm so happy. We have found the project very nice. It has been very educating. Meeting people from Uganda, Rwanda, and others from Germany, it's a very great privilege to us. We really thank God, and for the far we are, it's just God. And we just have had fun. We have shared all our moments, our happy moments, whether sad or nice. We have been together, we have been for each other, and that's good for us. That's all that we see. I think it was the best feeling I've had in such a long time. And I never knew I could actually act, but when I stepped onto that stage, it's like something awakened in me, and it just felt amazing to meet new people and make friends. And yeah, to try something new for once, at least to make a difference. Everything, the acting. Like, I didn't know the songs at first, but when the beats got into me, I just felt wow, and everything was just okay. Okay, so now after the show and the performance is done, I can just say I'm overwhelmed and really impressed. What the students did, they only had 4 days of practicing and they did such an amazing, great show, and the audience was also really happy and really liked it, so I'm really proud of them. And it shows if you're really dedicated to something, you can achieve a lot. I'm so happy and so proud, and I'm also happy that this project is not the end now, but it will continue.